der Thüringer AfD-Vorsitzende vielleicht, Höcke? Ah, Höcke ist der deutsche Donald Trump. Ja. November 2024, die multiplen Krisen lassen nicht nach. Trump ist gewählt und Neuwahlen sind angekündigt für Februar 25. Wir hören uns mal um, schauen wir mal, was wird. Trump, die nächsten 4 Jahre, was war dein erster Gedanke, wie ist dein Eindruck zu dem Thema? Ja, mal schauen, was kommt. Mein Eindruck ist, dass es der falsche Mann am falschen Ort ist. Diese Ungehörigkeit, mit der er andere Menschen disqualifiziert und beschimpft, vor allem Frauensachen, die können wir in Europa nicht annehmen. Scheiße. Das hatten wir schon mal, das Desaster, und jetzt nochmal. Die lernen irgendwie nicht, die Amis. Ich finde es nicht so gut, dass Trump gewonnen hat. Also es war abzusehen, tatsächlich, finde ich. Aber ich finde es nicht schön, nee. Ich glaube, das bringt sehr viele negative Folgen mit sich. In Amerika war Wahl? Ja. Trump hat gewonnen. Was war Ihre erste Reaktion? Was ist Ihr Eindruck? Ich hoffe, dass es besser wird. Was genau? Alles. Die gesamte Politik, auch in Deutschland, in der Welt. Nicht sehr begeistert. Ich hätte mir die andere Kandidatin gewünscht. Ich habe es mir erstmal nicht vorstellen können, also, dass wirklich jemand, der so unberechenbar ist, gewählt wird, konnte ich mir nicht vorstellen. Also, dass es knapp wird, ja, aber dass es so klar wird, eigentlich konnte ich mir absolut nicht vorstellen. Und, ja, ach du Scheiße, die erste Reaktion. Ich war nicht sehr glücklich über das Ergebnis. Ich hätte mir einen anderen Ausgang der Wahl gewünscht. Ja, ich habe es irgendwie nicht anders erwartet. Was soll ich sagen? Also ich habe damit gerechnet und habe mich quasi innerlich darauf vorbereitet, dass es so ausgehen wird und dass ich das versuche, einfach nicht so nah an mich heranzulassen. Weil es halt schon noch sehr weit über ein großes Wasser hinweg ist. Genau. Muss man ein bisschen drüber nachdenken, wie das vor allem uns in Europa betrifft. Außenpolitisch gab es ja in der letzten Legislaturperiode, in der Trump US-Präsident war, gab es da natürlich immer ein paar Reibereien außenpolitisch, beispielsweise um den NATO-Beitrag. Ich denke, da muss man schauen, wie sich das langfristig entwickelt, auch natürlich im Hinblick auf das Pariser Klimaabkommen und ähnliche Belange. Wer ist eigentlich der deutsche Donald Trump? Da bin ich vorsichtig, der Thüringer AfD-Vorsitzende vielleicht, Höcke? Höcke ist der deutsche Donald Trump. Ja, der hat andere Art des Auftretens. Sieht vielleicht äußerlich sympathisch aus als Mensch, aber das, was aus dem Mund kommt, ist auch nicht die feine englische Art. In Deutschland haben wir ja auch jetzt eine Regierungskrise und im nächsten Jahr finden jetzt Neuwahlen statt. Kam so ein bisschen aus dem heiteren Himmel oder auch nicht? Wir haben keine Regierungskrise, wir haben eine Machtkrise. Das merken Sie doch im Endeffekt. Jetzt geht es doch nicht mehr um Inhalte, es geht nicht mehr um die Menschen, sondern es geht nur noch um die Macht zwischen Merz und Scholz. Das ist meine Meinung. Genau, und was kommt dann raus im Februar? Kommt da überhaupt noch eine Koalition zustande? Weil ist die Frage, wer überhaupt mit wem und so, ne? Hatten wir bei den Landtagswahlen auch schon. Tja, man muss sich überlegen, ob man die 30% oder 40% oder vielleicht auch 50%, die anders wählen, eventuell mit in die Politik integriert. Das sind nicht alle rechts. Auch ich bin nicht rechts. Ich war Unternehmer, aber ich bin nicht rechts. Genau, Nichtwähler, AfD-Wähler und sowas sind ja auch Teil der Bevölkerung. Ich bin AfD-Wähler. Ja. Ja? So, ja. Und ich halte nichts davon im Endeffekt, dass Menschen zu Hause sind und nichts machen. Ja, und im Endeffekt von unseren Steuergeldern finanziert werden. Es hat sich leicht angedeutet, trotzdem kam es irgendwie plötzlich. Und ich finde es aber trotzdem von Lindner eigentlich ganz gut, weil ich Schuldenbremse auch gut finde. Ja. Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Ich würde gerne mal wissen, was passieren würde, wenn ich so arbeiten würde. Beste Antworten, das geht auf jeden Fall wahrscheinlich viral. Also erstmal tat mir Christian Lindner ganz schön leid. Also da hat er geweint und also für ihn jetzt die ganze Schuld zu geben, also die Schuld zuzuweisen. Hat er geweint? Der hat geweint, ja. Da liefen so ein paar Tränchen runter und war auch abzusehen, dass irgendwie jetzt ein großer Knall kommen wird und musste. Und Neuwahlen finde ich auch wichtig, aber ja, auch mal gucken, was das so mit sich bringt. Es wurde Zeit, dass es ja jetzt Neuwahlen gibt. Allerdings war der Zeitpunkt sehr unglücklich, weil gerade die Amerika-Wahl
bestätigt war, dass Trump an die Macht kommt. Aus meiner Sicht war es eine gute Koalition. Also ich meine, sie haben sich gegenseitig behindert und alles ist halt so, wenn man unterschiedliche Ansichten hat. Es ist gut, dass die Neuwahl kommt. Ich habe aber auch Angst vor dem Ergebnis. Vor allen Dingen habe ich Angst davor, dass die Rechten die Mehrheit kriegen oder viel Ergebnis kriegen. Und das würde mich sehr erschrecken. Ja, also mich hat es doch überrascht, dass die Ampel sich nicht noch bis zur letzten, bis zur nächsten Wahl gerettet hat. Ich dachte, die Legislaturperiode überstehen sie noch. Natürlich ist es jetzt relativ kurzfristig, die Neuwahlen. Ich habe schon gehört, die Kleinstparteien haben viele Probleme, die Unterschriften zu bekommen, damit sie für die in den Landeslisten zugelassen werden für die Bundestagswahl. Ich denke, das ist alles relativ schwierig. Man wird zeigen, es muss sich zeigen, wie die Institutionen damit umgehen werden. Und ja, ich bin natürlich gespannt, wie denke ich auch alle anderen, wie sich gerade die Parteien am rechten Rand des politischen Spektrums entwickeln werden, wie die Wahlergebnisse dort ausfallen werden und natürlich, ob und wenn ja, wie sehr die Regierungsparteien für ihre momentane Politik abgestraft werden. Diego, du könntest so politischer Korrespondent so für die Tagesschau sein. So. Freut mich. Anderthalb Minuten Antwort, übelst on point, alles berücksichtigt. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wird und tschüss nach draußen.